kann jetzt nichts dran ändern. Also müssen wir damit leben, dass die anderen uns... Ach, scheiß auf die anderen. Diese geheime deine Höhle. Nein, wo nein, ist Höhle. Ganz oben, da wo meine weißen Farm ist, die auch gesprengt wurden. So, da drüber ist ja so eine Wiese, das ist ja mein Grundstück, ne? Ja. Da dürfte ich ja zum Beispiel einen Turm bauen, ne? Ja. Aber... Ja, ja, Balui, das ist mein Grundstück. Ich muss mir das angucken. Ich komm mal vorbei. Mach, vorbei nein, nein, das ist kein Turm. Das. Guck mal. Nein, Sache, ich darf doch hier oben, darf ich doch einen Turm bauen. WTF, das macht keinen Sinn. Das akzeptiere ich nicht. Vielleicht müsste man da auch Glimm oder wer ist noch mit im Landschaftsamt? Man darf hier nicht nach irgendwie nur, weil das Kacke aussieht, sprengen. Das dulde ich nicht. Herr Rebinson, wer war noch mal außer Glimm im Landschaftsamt? Vielen Dank für Dab Kibbeling für 1 Euro. Wenn du essen gehst, brauchst du ja Trinkgeld für den Kellner. Vielen Dank für deine Donation. Und endlich atmen, warte. Ich halte einfach mal die Luft an. Bis... Alter, was macht ihr denn? Sam77 hat subskriptioniert. Vielen Dank für dein Abo. Und herzlich willkommen bei den Ibis und den Idioten. Und ich schicke dir eine Metrone. Während du in der Unterhose auf der Couch sitzt. Ich muss was Neues ausdenken. Ihr könnt ja nicht. Ihr sitzt aber doch wirklich alle in der Unterhose vor dem Rechner. Oder in der Jogginghose. Und die Hand. Ich sehe die Hand da. Mama kommt. Nein. Hier, wenn ja, die König wird, dann kommen Regeln. Wenn sie ein hohes Amt bekleiden würden, könnten sie tun und lassen, was sie wollen. Dann ist das keine Demokratie. Dann ist das keine Demokratie. Hat doch nie einer behauptet. Ja, hat Drewi behauptet. Hey, Moment, es ist eine Demokratie. Ich wurde natürlich. Digga, dann darf ich auf mein Grundstück bauen, was ich möchte. Also darf ich meine, Sie müssen jetzt mal ein bisschen... Nein, nein, ganz gechillt. Ja, Sie müssen jetzt mal überlegen. In einer Demokratie gibt auch die Regierung vor, was gemacht werden muss, ne? Ja, das ist mir schon klar, aber du... Wenn die Regierung sagt, sie haben jetzt 30% Steuern zu zahlen, dann müssen sie 30% Steuern zahlen. Aber so, wenn Herr Winzheit sagt, das Landschaftsamt hat zu entscheiden, was hier für Gebäude stehen, dann müssen sie diese Gebäude auch so bauen. Das kann ich aber selber bestimmen. Also, okay. Nico hat 2 Türme gebaut, Rewe hat auch einen Turm in seinem Haus drin und, glaube ich, jemand anders hat auch noch einen Turm gebaut, die müssen alle gesprengt werden. Petrit, du kannst... Ich bin der König, das steht außen vor. Das ist keine Demokratie, wenn du entscheidest. Das ist keine Demokratie. Petrit, du kannst doch einfach Antrag bei mir stellen. Nein, du hast... Wieder, ja, ein Bauantrag, ich wäre auch schnell nein, dafür. Grob skizzieren muss, wie der Turm aussehen soll. Ja, Petrit, bau den Turm mit dem Singleplayer vor und dann können wir das anschauen. Okay, also, dürfen hier natürlich einen Turm bauen, aber er sollte so funktioniert Politik. Ansprechend so sein. So funktioniert Mobbing. Ja. Nein, Petrit, ich möchte auch dir die gleichen Rechte einräumen wie dem anderen. Herr Petrit, haben Sie was zu essen? Aber scheinbar scheint Rewi doch immer noch sein Gehirn zu finden. Ich bin begeistert, ich hätte das nicht gedacht, ich bin jedes Mal wieder begeistert. Es läuft, seitdem ich hier bin, rund. Kann man nicht anders sagen. Ja, ich habe ja mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass du wirklich doch versuchst, ein guter König zu sein. Eve, was wäre ich für ein Mensch, wenn ich meine Wahlversprechen nicht einhalten würde? Rewi! Rewi, ja. Ja, gut. Da muss es. Herr Rewinzer, was machen Sie eigentlich, wenn Herr Petrit den Turm aus Obsidian baut? Wie wollen Sie den eigentlich dann sprengen lassen? Es wird nicht gesprengt, der wird dann einfach von Herr Petrit abgetragen und der wird dann so peitschen. Ja gut, ich meine, er muss ja dann einfach Strafe zahlen für jeden Tag, den der Turm da so steht, ne? X-Nightmare XD, vielen Dank für dein Zusammenhaftig, Dankeschön. Dankeschön, das freut mich, ich bin glücklich, ja! Ich will auch Sub. Das Kibbeling hat ein Euro identifiziert das letzte Mal. Vielen Dank für deine Spende. Keiner muss hier spenden, ne? Aber klar, man freut sich natürlich. Aber klar. Flasche. Und unten, also wo die Flasche halt so draufsteht, ne? Ja. In diese Füße hat irgendein Penner ein Loch gestochen im Supermarkt. Ich hab die so im Wohnzimmer in der Hand, auf einmal fängt die voll an rumzuspritzen, die Flasche. Junge, alles, die ganze Bude war voll, ey. Ich hab mich voll erschrocken erst. Kevin, hast du die eingepisst? Warte kurz, ich hab nur bei Spritzen eingeschaltet. Worum geht's? Guck mal, ey, ich hatte so eine Wasserflasche gehabt, ne? Ja. Und die haben doch unten, ich weiß, kennst du diese Wasserflasche, die diese eingebogenen Füße unten haben? Ja. Da hat einer in den Fuß ein Loch reingestochen. Wie? Und ich bin so im Wohnzimmer, hab die Flasche und ich drück die immer so, wenn ich mit der rumlaufe, ne? Auf Warum einmal drückst du die? Kevin, dieser Fuß. Er nimmt die so in den Arm. Flein. Und die ganze Bude ist jetzt in den Schnaz, ey. So. Lieblingsflasche, komm an mein ich hab Herz. Ich bin voll erschrocken, ey. Flasche ist dein bester Freund. Machst du auch rum mit der Flasche? Nee.
Bei mir ist heute Nacht. Ich bin ja nicht so einsam wie du, Yves. Ich habe heute Nacht eingeschissen. Das explodiert, das ist nicht viel geiler. Was ist da passiert? Ja, heute Nacht ist eine Wasserflasche explodiert oder letzte Nacht. Ich hab's nicht sogar mitgekriegt. Ein Energy Drink ist. Letzte Nacht ist meine Freundin explodiert. Ja, ich hatte nicht damit gerechnet. Ja, was? Schwanger geworden, Harry. Was? Ach, lass mich doch. Lass mich ignorieren. Ich bin nur der Staatsdiener. Alter, am Eskalieren. Heftig, dieses Haus, Leute. Heftig. Kevin, ich klau mir ein bisschen was von deinen Weinen. Du kannst auch wieder neu. Nein! Du? Revi, kann ich schon mal Vorhänge bei dir aufhängen? Dann pflanze ich dich neu. Das wäre nicht gerecht. Bring dich jetzt um, ne, Balui? Revi. Riese Lichter um. Aber bitte. Revi, was Revi, ist das Revi. Für eine übertriebene Tat? Ja, was denn? Du brauchst du schon mal Vorhänge für dein Haus? Oh ja, Baby. Was für eine Farbe? Pink. Okay. Weiß, warum? Lila Furz okay. Geblümt. Furz geblümt? Okay. Kann man Vorhänge machen. Bitte? Ach, du meinst diese Banner? Ja. Ach, das kann man als Vorhänge benutzen? Ja, das ist doch voll. Komm mal zu mir, bei Louis. Komm zu mir jetzt. Ja, komm. Ich muss erst ich hol dich. Feld nachpflanzen, sonst werde ich getötet. Ich komm kurz zu deinem. Du wirst so oder so getötet, weil du bist einfach dran gegangen, obwohl ich Nein gesagt habe. Ja, aber das war zu spät. Ja, ist egal. Du hättest schon vor 5 Minuten, wo ich noch dann nicht werf, gefragt habe, werf, Nein sagen dann, sollen. Ja, dann werf das jetzt ab, das Zeug. Tust du meine Kisten? Ja, wenn ich bediene mich bei dir gerade unten am Feld, ne? Ich werde doch gerade angegriffen. Borussia hat 5 Euro in meinen Schlüpper gesteckt, kleine Spende, die du dir aber verdient hast. Oh, super nett. Vielen Dank. Und deinetwegen lasse ich mir von einem Skelett schon in den Arsch schießen gerade. Nein, das ist gar kein Skelett, das ist wieder Kevin. Der Hodenkobold. Dankeschön. Kevin? Du kannst dich jetzt entscheiden, ja? Kevin, können wir da... Meine Herren, ich muss hier als König einschreiten. Korruption wird in diesem Staat nicht geduldet. Nein, ich bin ja auch total gegen Korruption, auf jeden Fall. Herr Gamerstime, haben Sie vielleicht nachher so ein bisschen... Oh, warten Sie, ja, das ist... Nein, wir sind natürlich... Also, Korruption ist doch... Sehr gut, ist doch verboten, ich ignoriere Korruption nicht. Gegen Korruption wird vorgegangen. Ich hab das Gefühl, da wird cool. Knock, knock. Ja, ich bin. Ich komme sofort. Voll gemütlich bei dir, Mann. Deine weiblichen Vorhänge an. warte mal. Ach du Scheiße. Das ich komm vorbei. Lala. Schamlappen? Schamlappen habe ich mir vor die Fenster gehängt. Ja, Scheiße, das geht auch. Ging das nicht so Lippenlappenlumpen? Vielen Dank für deine Donation, Earl Arland. Was ist irgendwie so die Reihenfolge, oder? Alter, was? Classic Man? Gönn dir etwas ordentliches zu essen mit zum Abwinken. Du bist einfach die Beste. Och, Classic Man. Gönn dir etwas ordentliches zu essen. Matt zum Abwinken. Du bist einfach die Beste, kleiner als 3. Dankeschön. Oh, da kann ich meine Farm machen. Was ist los? Seid ihr irre, oder was? Block. Lugia, 5 Euro. Bist die Beste. Liebe Grüße aus Österreich. Danke, der Blog. Lugia? Lugia? Vielen Dank. Okay. Dankeschön, ihr Irren. Ihr, um. Gibt's die GEMA noch, oder ist jetzt was ist jetzt? Ich meine Wortwahl formuliert. Super, Louis, nochmal. Komm, ich zeig dir jetzt. Ich werde definitiv hier der Knochenmagier. Und wenn ich will, dann fick ich dich einfach so auseinander mit deinem ganzen Gesicht, Alter. Meine Herren, zügeln Sie mit Ihrer Zunge. Wir leben mit einem friedlichen Staat. Wir haben keinen Krieg derzeit. Noch nicht. So, und ich melde außerdem noch an, ich will der Europäische Gerichtshof werden. Der Europäische? Kevin, du bist schon die rechte Hand. Das würde sich widersprechen. Guck mal, das geht nur. Willst du mir eigentlich alle meine Jobs wegnehmen? Yves, du hast hier sehr gemütlich. Wieso, du wählst ja deinen Job? Also ich hab einfach nur mehr zu entscheiden. Wie von meiner Größe ziemlich Yves, dein Haus ist von außen Klaustrophobie verursacht. Von innen ist es zum Kotzen. Wo seid ihr denn in Europa? Dankeschön, du Arsch. Aua. Das ist voll Yves, gemütlich. Dein Haus muss ich wirklich mal tunen. Darf ich das machen? Ja, das machen wir. Aber nicht, also TNT reinsetzen ist nicht ja, nee, nicht so tunen. Okay, das wäre ein bisschen scheiße. Was sagt ihr? Quali? Ah, ich mach kurz Werbung, dann wird die Qualität besser. Guck mal, ich hätte einen Lava-Eimer, der würde da sehr schick aussehen. Oh Leute, ich hab wieder Spaß bei Streamy, bei Craft Attack. Heute wieder sehr viel Spaß. Was da? Hast du geworfene Fans oder so? Guck mal, da kann man drehen.
kann man drehen. Guck mal, das ist keine Eis. Ja, ja, Early hat bei mir auch schon die Blut alle gedreht. Also Leute, dann liegt nicht an mir, ich habe keine verbauten Frames, bei mir läuft alles. Was ist das da oben? Warum ist da eine Schere? Dann ist es leider Twitch schuld. Was? Bei mir hängt hier eine Schere. Your Twitch. Stell dich mal hier hin. Hier hin, auf den Fall. Hängt da bei dir auch eine Schere? Warum lachst du? Nee. What the fuck? Gamers Time, halt die Schnauze! Der König gibt dem Kevin. Kevin, ja, bitte? Du musst dem Gesuch noch beim König beim König fragen, ob du noch mal. Sunny, oh mein Gott, mach bitte nicht so viel. Vielen Dank für deine Spende. So, jetzt ist aber Schluss hier, sonst komme ich nicht mehr zum Reden. Donation Trade incoming. Krass. Vielen Dank für deine Donation. Und jetzt bitte danke dafür, aber jetzt ist gut, okay? Gebaut. Glaube ich, die gleich kotzen. Was bitte? Dankeschön, Eve. Deine Vorhänge sind sehr interessant, aber ich weiß nicht, also in meinen Turm würden die Vorhänge, glaube ich, nicht passen. Okay. Leute, ich kann nicht beeinflussen, wie viel Werbung da läuft. Ich kann nicht angeben, eine Werbung. Ich muss auch Werbung machen. Meine Leute Werbung freuen sich mal voll. Ist schöner, als was ich sende. Ich oh, voll traurig. Nein, ich kann gar nichts. Ich weiß, bei mir kriegen Leute Werbung und haben nichts mal. Ich hab nicht mal was davon. So. Das ist ja gemein. Voll traurig. Ja, ich geh rein. Balui, geh nicht. Doch, Ivi, geh nein, jetzt. Geh du scheißt, du hast Werbung Kevin, gescheit, hab ich mehr gespendet. Alessandro, Tomo, NC, vielen Dank für den Hinweis. Ich denke, für deine 2 Euro. Nein. Balui. Kevin, nein. Lilly. Hör auf, mich zu produzieren, ich sag es dir. Ja, hast schon verstanden. Du spielst mit dem Freuden. Alter, Balui, ey! Spielst mit den Freuden, Kevin? Nee. Was wollte ich denn machen? Kevin kann bald gar nichts mehr. Kannst du mit deinem Strohhalm deine Suppe noch lutschen? Ja, genau! Oh, die Kühe bei Minecraft haben ja richtig geile Euter. War angenehm, mach noch nicht, ich muss die nochmal reproduzieren. Haben so mega die geilen Euter. Warte. Oh. Fass sie nicht an. Sag mal. Wir haben richtig geile Euter, Mann. Ja, das. Die sind richtig geil, Eve. Levi, die Kühe zeigen dich an. Ja. Das wäre eine Belästigung. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu schreiben soll. Am Arbeitsplatz. Halt man darf doch wohl nur gucken. Man darf doch wohl mal gucken hier. Ist doch Leute. Ach so, das ist auch ein bisschen Euter watchen hier. Okay. Weiß Hand hier. Kevin, das machst du nicht wirklich. Du weißt, wie viel Lava ich habe, ne? Freundchen. Das ist meine Magie. Meine Lava ist meine Magie. Freundchen. Magie. Warum hast du die jetzt hier draußen? Weil jetzt da oben was anderes hinkommt. Da muss jetzt mein Trummer verkaufen. Okay, ich bin ab sofort der Feuerknochenmagier von Craft Attack. Was? Balu ist mein Novize übrigens, ja, damit ihr Bescheid wisst. Was? Kommen die da drüber? Über den Block, ne? Was? Wir müssen die ein bisschen dumm. Hallo? Du bist ein Arschloch. Aber dumm seid ihr, Scheißköhe! Deswegen habe ich 3 Stunden gebraucht, dich zu holen. Kevin, ich denke, du bist ein Spaß. Komm, Erna, komm. Und deswegen werde ich dich vielleicht umbringen. Vielleicht irgendwann. Okay, gut. Jetzt fällt alle los. Okay, die sind wie meine Katze. Ah, ja, Gangbang. Oh. Aber warte! Ja, geile Kühe. Hier fehlt noch eine. Ja, nee, ich werde jetzt mit meiner Feuermagie umbringen. Das ist. Nein, das ist Bettina, um die Macht meiner Feuermagie zu demonstrieren. Der hat den dicksten, oder? Komm, Bettina. Wie ist der Stargast auf jeden Fall in diesem Gangbang? Geh da rein! Nicht! Ey, fall dich um! Oh nein! Geh bitte etwas an. Das ist die beste Spinne, die ich je gesehen habe. Ich kümmere mich hier um die Hoden. Den Hodensack ins kaltes Wasser legen. Du Hoden-Kobold. Jacky, danke schön. Ist das nicht Dingens? Benny? Was? Jacky, das war mal Mod bei uns. War Benny, das ist doch Benny, Jacky. Nein, das ist nicht Benny, das ist nicht Jerk. Was das macht Jerk Basti denn, hier? So, stimmt. Aber Jacky kenne ich auch. Ja, Jacky war wie gesagt Mod bei uns, ich glaube, der war auch auf Balui! Alter, ich erschrecke mich immer so krass. Launcher 93 hat 5 Euro gespendet, ist noch Platz für Donation Train, beste Streamerin. Vielen Dank. Alter, ihr macht mich irre. Oh mein Gott. Vielleicht kann ich ja demnächst meine neue Küche für meine neue Wohnung kaufen. Das wäre eigentlich auch mal ein geiles Spendenziel, oder? Dankeschön. Das macht mich so ein bisschen high, muss ich sagen. Aber bitte spendet nicht zu viel, wirklich. Also ich freue mich total, wenn ihr euch das leisten könnt. Es ist echt richtig, richtig toll und so. Aber wirklich, es ist echt kein Muss. Ich liebe euch auch so. Nein, Liebe ist Quatsch, aber... Ne? Was ist das eigentlich für ein hässliches Ding hier? Ich glaube, ich muss leider doch wieder die anderen anmachen. Das tut mir leid. Bim.
Basti, hallo. Hallöchen. Ah, dein König grüßt dich, Basti. Basti! Ja, was geht? Könntest du mal bitte nicht meinen Turm fluten? Das wäre sehr nett. Basti? Das du bist ein Angeber. Das ist der Tempel von Gamer. Siehst du, ich bin der mächtige Feuermagier. Du bist gar nichts mächtig. Du bist ein Lauch im Gegensatz zu mir. Du bist kein Feuermagier, du bist ein Heuchler. Ich bin der mächtigste Feuermagier, den es gibt. Bist du nicht? Du hast dir nichts... Du bist kein Feuermagier! Alter! Meine Herren! Ich muss hier als König Einhalt gebieten! Ja, geh mal hin, schnell! Hört mit den Streitigkeiten sofort auf oder ich sprenge Petritz. Nein, Spaß. Das ist eigentlich mein Job, ne? Okay. Okay. Ja, siehst du, das sieht mal, was für ein schlechter König du bist. Mann, Petritz, das war ein Witz, du Bastard! Ja, ja. Jetzt rausreden, du Bauer. Du dachtest, ich bin gemüht und kannst einfach sowas sagen, ne? Komm hier nicht raus. Oh, Beweis. Alter, entschuldigen Sie, Basti Zock, Manuvizu muss doch lernen, sich zu beherrschen. Ich denke, es hackt. Er hat noch nicht die Magie. Ich er hat noch nicht die Feuermagie unter Kontrolle. Wir müssen Schafe holen. Warum? Ich hab doch Schafe. Genau, aber ich brauche welche bei mir. Warum? Weil ich gerne Schafe habe. Lassen Sie sich von ihm nicht beeinflussen. Aber du hast es alles zugemacht. Du musst den Weg machen, ne, wo die durch können dann. Keiner mehr. Die sind nämlich noch dümmer als Kühe. Sterbt alle. Hey, Balui! Du hast hier nichts drin verloren. Was denn? Du steckst mit diesem Lauch, diesem Verräter. Hören Sie mal zu. Hör mal zu, du Gewieze. Leute, jetzt beruhigt euch mal hier. Es reicht. Sonst werde ich als König ganz anders, ja? Kommen Sie raus. Ich zeig dir, was meine Feuermagie kann, mein Freund. Ich zeig dir, was sie kann. Kevin, wie weit ist die Psyche? Oh, ich bin so blöd. Was machst du jetzt? Könnt ihr da nicht drauf gehen? Nee. Kevin, was macht die Psychiatrie? Warte, soll ich schnell aufmachen und dann wieder hinstellen? Komm mal hier. Ich muss die noch bauen. Obwohl, warte, ich habe keinen Weißen, ich kann die nicht wieder reinlocken. Warte mal kurz. Weil sowieso will ich ihn wieder abhauen von den dummen Viechern. Der muss eingesperrt werden, der spinnt und so. Was ist ein Riesen? Wo ist mein Zeug? Er spinnt. Wo ist mein Zeug? Was? Dann kommst du jetzt gleich ganz schnell raus, okay? Der Meister hat das Zeug. Ja? Kevin. Mein. Sprich mich mit Meister an. Schnell, komm raus! Komm raus! So, Faker, mein Zorn. Ich bin der Feuerknochen. Und du hast das Ding? Nein, du hast den Zaun eingesammelt! Nein! Revi! Gibst du mir jetzt sofort Oh Gott, du, oh nein! Ey, wo ist meine andere Leine? Die hab ich. Hier! Du überlebst doch nicht mal in Lava, ja? Warte! Du bist kein Feuermagier! Da! Och, Mann! Du musst erstmal in Lava überleben, ja? Damit du ein Feuermagier bist. So wie komm ich. Mit. Komm mit, ihr kleinen Drecksviecher. Oh, du bist der größte Arsch auf der ganzen Welt. Meine Herren, bitte hören Sie auf zu streiten. Es gibt wichtigere Staatsfeinde zu bekämpfen. Wir streiten uns nicht. Ich bin der Magiermeister, ja, und das ist ich meine denke, Vize. Ich denke, du bist ein Magierlutscher. Mir ist meine Leine irgendwo hingefallen. Jetzt gib mir mein Zeug. Ich hab nur einfach meinen Novizen noch nicht unter Kontrolle. Nee. Wer bin ich? Ich. Ich glaube, du hast den Spasti hier irgendwo verloren. Nein. Ja, guck mal. Irgendwo gerobbt sein. Ich hab sie auf jeden Fall nicht. Die sind sau wertvoll. Ja, ich weiß. Ich bin der Meister. Du was ist denn ein Meister? Guck mal in deinem Inventar. Bist du sicher, dass du die nicht hast? Hab ich nicht. Ja, natürlich. Ich kann in Lava überleben. Ich kann dich jederzeit umbringen mit meiner Feuermagie. Zuschauer, sag mal, wo das Ding ist. Ich seh's nicht. Ich hab's nicht im Inventar. Ich hab die Schnauze voll von dir. Gibt's wo ist dein scheiß Turm? Du hast noch nicht mal einen Turm. Gibt's eigentlich so einen Aushang, wo immer steht irgendwie so aktuelle News und Staatsfeind Nummer 1 und was gerade so... Das ist ein schwarzes Brett vom Rathaus. Ja, steht sowas da so News? Das weiß ich nicht, aber kann alles. Ich einführen. Du musst erst Meister zu mir sagen. Ich finde es nicht, Rivi. Du bist nicht mein Meister, was glaubst du denn? Sobald du drei Blöcke im Umkreis von einem Gebäude vor mir bist, wirst du sofort an meiner Feuermagie erliegen. Siehst du, ich brauch nur die Blöcke angucken und sie entzünden. Hör mal! Kevin. Jetzt schlaf doch einer mit Petrit, ey. Ich brauch Hunger, essen. Petrit bietet sich doch so an. Soll ich schlafen gehen? Schlaf mal mit Petrit, der bietet sich so an. Jesu Rebi. Petrit, soll ich schlafen gehen? Hier, mein Novize, ich gebe dir natürlich was zu essen. Gibst du mir mein ganzes Zeug wieder? Das sind... 100 Millionen Eimer! Danke. Erstmal bittest du deinen Meister, löst dich da drum. Bei dir, du bist mein bester Meister, Freund. Hä? Ja, Jammel! Ja, Jammel! Risa, bitte einmal! What the fuck? Was? Hör doch mal! Vielen Dank für deinen Resub und JBM! 5 Euro, einfach ein cooles Projekt. Vielen Dank für deine Donation. Vielen Dank! Und in der Zeit werde ich von Kevin wieder irgendwo... Oder von Button.
Ja, bitte. Hallo, sorry, wenn Herr Gelbers seinen Anspruch auf den Posten eines Magiers erhebt, so darf er dies gerne tun, wenn er magische Fähigkeiten besitzt und diese vorzeigen kann. Ja, Baba was Louis. Für magische Fähigkeiten. Oh allerdings, ja, eine Demonstration. Baba Louis der erste Magier, Kevin, das musst du akzeptieren. Das heißt, du musst mit Baba Louis einen gemeinsamen Konsens finden. Ja, ich wollte der Knochenmagier sein und da wollte er sich nicht drauf einlassen. Baba Louis, warum darf Kevin nicht der Knochenmagier sein? Weil es nur einen wahren Magier gibt. Ganz kurz. Es gibt nur die Feuermagie der Feuermagie. Und die Feuernation ist Reviel raus. Sind, ja. Sind alle Schilder entfernt worden mit Stürzkönig Reviel. Hoffe es von Patrick. Ja. Und ich habe jetzt mehrfach also von Louis schon hier noch in der Vergangenheit meiner Feuermagie zunichte gemacht. Du musst mir deine Knochenmagie zeigen. Ja, Patrick, normalerweise musst du das wegmachen. Feuermagie ist meine. Du hast sie nur kopiert. Dafür haben wir doch Manuel, der ist doch nee. Unmann, Digga. Patrick, du musst auch deine Strafe absetzen. Ja, da hat er recht. Ich bin der Feuerknochen-Wassermagier. Feuer und Wasser geht schon mal gar nicht. Doch. Du bist ein Lutscher. Ich bin der Elementmagier. Du bist der Lutschermagier. Ja, ihr könnt, pass auf, wenn ihr das einfach alle mal erklären wollt, könnt ihr euch doch in einem magischen Battle. Ja, komm, du bist der. Komm, Baloui, du bist der Rotlicht-Magier. Du bist der Rotlicht-Magier. Baloui kann nur Nutten verzaubern mit seinem Geld. Ich bin. Alter, Leute, Lena Maria hat 5 Euro in meinen Schlüpper gesteckt. Erste Spende überhaupt für die liebe Eve. Oh, vielen Dank für deine Spende. Ich kann, was ist los? Macht ihr das jetzt, weil, aber nicht, weil die Trottel und die Idioten im Teamspeak mit sind, oder? Sondern weil ich krass die Schafe hier abcheck, oder? Bitte sagt mir, dass es so ist. Vielen Dank. Ich bin immer so sprachlos irgendwie. Das ist so. Da sieht man mal, Patrick, schau mal, Patrick, ich möchte dir nur mal ganz kurz was sagen, Patrick, ne? Ja, sag. Darf ich dir was erklären? Guck mal, Klim fragt gerade nach Spenden fürs Rathaus. Wer macht das? Ich. Ja, es geht mir nicht darum. Es geht mir darum, dass ich einfach auf mein Grundstück nicht bauen darf, was ich da, also, weißt du, was ich meine? Darfst du doch. Ja, nee, ja, gerade hat sich das anders angehört. Weil, Patrick, ich bin der König, du darfst bauen, was du möchtest. Okay, gut. Aber es wäre schön, Patrick, wenn du nicht hingehst und jetzt unbedingt ein fettes Hakenkreuz oder einen brennenden Pimmel baust, der auf mein Grundstück liegt. Auch brennender Pimp. Reviel? Ja, Eve, das würde ich freuen. Sie haben an meiner Feuermacht gezweifelt. Aber Reviel, möchtest du mein Haus pimpen? Ich würde mich mal Richtung Anglerhaus begeben. Reviel? Was sagst du? Willst du mein Haus pimpen? Mach ich später noch, Baby. Wollen wir aber mal ohne schauen, TNT, ne? Ja, die Feuermacht. ohne Feuer. Herr Louis, wenn du Brandstiftung begehst, zeige ich dich an. Und dann muss Veni über dich richten. Kann man auch Anträge am Rathaus irgendwo einschmeißen oder anheften? Zum Beispiel? Du tust hier gerade die allgemeine Mobfarm anzünden, Baloui. Ach stimmt, die gehört allen. So ein Trottel. Ah, Baloui, hör auf. Revi, bekomme ich die Genehmigung, Sand von Early Boys. Ich muss nur meine Macht demonstrieren, das ist ein bisschen wie kalter Krieg. Wofür brauchst du das denn? Für einen Unterwasser. Ja, dann demonstrier doch deine Macht. Für einen Unterwasserweg? Ja. Ja, genau. Gerne. Dann ja. Ja, und jetzt? Allerdings so, dass es ästhetisch aussieht. Ja, ich hab dir jetzt einfach einen Feuerpfeil gezaubert. Du wolltest, dass ich auch meine Macht demonstriere. Wow, Revi, hast du gedacht, ein Schaf kann sie alleine fortpflanzen? Vor allen Dingen, ja, ich dachte, die können böse wichsen und Leute selbst befruchten. Manu, ich kann dich auch richtig ernst nehmen, wenn man Eve ihre Tastatur immer hört im Hintergrund. Was? Och Gott. Ja, ich kann jetzt nichts dran ändern, Mann. Jetzt hört doch mal auf. Hör du doch mal auf. Außerdem klicke ich doch nur an. Ja, die solltest du vielleicht mal ölen, die klickt so laut. Ich weiß, Leute, ich bin nicht so böse wie Patrick, ich kann das nicht. Ich kann nicht einfach so ein Haus anzünden oder sprengen. Das kann ich nicht. Das tut mir innerlich weh, wenn ich sowas mache. Oder einfach, nimm einfach Holzzeug, klick einmal Restfiguren und das Server. Ja, ich hab das gemacht. Und verlass Server, du Bastard, Patrick. Du bist so einer, der so einen anfährt und dann noch auf den spuckt und weiterfährt. Nein, das ist einmal Modus. Du bist so ein Fahrerflucht-Wichser. Nein. Junge Patrick, ich bin einmal, ich zeig mich direkt erstmal selber. Ich wäre so einer, ich würde mich stellen, so richtig ehrenvoll. Ja, ich würde mich selber anzeigen, sogar so deutsch bin ich. Junge. Nazi. Ich würde meinem Anwalt sagen, zeigen Sie mich an. Oh Mann. Ja, glaube ich nicht. Tut mir leid, Leute, im Chat, ich kann das nicht. Ich schreibe schon die ganze Zeit, zünd alles von Dieter Mann, was geht nicht, das kann ich nicht. Ich sterbe gleich einfach. Gleich brennt alles und er war es nicht. Terroir, jetzt einfach seine Kacke, Angelbude anzünden, ey, oder so. Das, die besteht ja nur aus Holz und Stroh. Richtig. Hier ist übel. Ja auch ein Anglerhaus. Überleg mal, das wäre weg, einfach anzünden. Wie viel Arbeit du da... Alter, das könnte ich nicht.
Das ist heute der Overkill. Ich könnte heute Nacht nicht schlafen, Ellie nicht. Das wäre da vorbei. Ich bin Opfer, Balu, das ist fucking Minecraft. Auf dein Leben klar. Also darf ich das anzünden? Okay. Hab ich nicht gesagt, du musst halt nur... Warum genau schreibt ihr gerade 0 in den Chat? Hab ich vor einer halben Stunde was gefragt, was ihr jetzt beantwortet? Kann bitte jemand noch die 0 mit... Oder hat jemand gesagt, ihr sollt das schreiben? Wahrscheinlich. Wofür das? Dankeschön. Bitte. Knochenfuzzi. Sag ich bin mal gespannt. Also, sag nichts du... gegen den Diamantenmagier. Ja. Wo habe ich denn jetzt gerade die Leine gefunden? Die muss ich doch gerade irgendwo aufgesammelt haben. Ihr habt ja vorher geguckt in meinem Inventar, da war ja nichts. Was macht ihr denn? Was macht ihr denn in meinem Chat? Was? Und Dildos. Ich will noch der Eismagier, kann Schneebälle zaubern. Was mach ich? Ach, Balui, du bist der Essensmagier, du kannst Essen wegzaubern. Dem, ich hab deine Leine. Hast du eigentlich dein Feld jemals wieder aufgebaut? Ich? Nein, immer noch nicht. Ich kratze echt am Hungertod in letzter Zeit. Ich muss immer jagen gehen wie so ein Otto. Und du alles weggefressen hast, du fettes, gieriges Schwein, Alter. Keine Chance gehabt, das jemals ganz zu besitzen. Oh. Kevin, kann das sein, dass du dein Getreide behalten hast? Ja. Das ist nicht fair. Ja, ich hab gesagt, ich hol mir das wieder. Das ist nein. Einfach nicht fair. Ich war schon fast nein, du kannst dir ruhig Getreide holen. Ja, aber ist doch jetzt nichts mehr da, oder? Ja, hinten an der Mühle, da ist immer was. Da ist immer was. Da hat Rebi schon vorhin gegrindet. Rebi, ich hab die Leine wieder, ne? Was sein. Oh, nice. Ich hab eine geile Schaufel bekommen. Wo soll ich die Leine wieder hin tun? Oder das Lasso? Kannst du mir vergeben. Ah, Gott. So, Herr Rebinzeit, ich weiß nicht, ob irgendwas passiert ist, aber hier, das richterliche, die Gesetze und so, das haben sie da schon müssen, irgendwas müssen wir machen. Das müssen wir noch machen. Sollen wir das machen? Was hast du den Leuten gesagt, was sie wieder machen sollen hier im Chat? Also. Ha? Was machen sie? Ey, wieso? Keine Ahnung, weil die komische Sachen werden wir wieder machen. Was schreiben sie denn? Zahlen! Was? Schreiben Zahlen in deinen Chat! Was weiß ich denn? Keine Ahnung. Ich hab nichts gesagt. Ah, die haben mir gesagt, du jetzt. Vogel. Ich muss den Schafe rum. Wo? Ja. Auch noch Schweine. Wo sind Schafe? Wenn ich so weiter stöhnt, dann Schaf geben? Weiß ich nicht, wie lange ich noch hier bleiben kann. Ja, for your pleasure. Wo sind denn noch mehr Schafe? Vielleicht müsste ich bei meiner Haus geben. Was? So, wieso? Wir fahren jetzt mal ganz kurz zu. Gibt's da ein Problem mit der Freundin? Ich schaue, das von Rebi zu sehen und gesprengt und es passiert nichts. Ja, Leute, man muss ja irgendwann mal kreativ. Jetzt hört doch mal auf mit den Zahlen. Ihr Hodenkobolde. Was ist das denn? Hat euch das Kevin gesagt? Ich komme! Das ist halt ein sehr anzüglicher Stream heute. Oder vielleicht auszüglicher, aber. Hey, letzte Ja. Okay, alles klar. 187, ja, okay, mach mal Palmos Plastik. Och, jetzt bitte! Warum? Was hast du denen gesagt? Alter, wie geil sieht das Rathaus bitte aus? Hey, jetzt übertreibst du aber. Heftig, wie das aussieht, Mann. Bei mir läuft gerade Moulin Rouge. Sieht wirklich gut aus. Oh. Ja, sorry. Vielleicht kommt Onkel Twitch im Band. Meine Leute sind halt ein bisschen erwachsener und älter und so. Ja. Wie kann ich sagen, dass unsere Communities unreif sind? Alter, wie heftig sieht dieses Haus aus? Unreif habe ich nicht gesagt. Ja, das ist so heftig. Habt ihr gehört, was Steve gesagt hat über euch Leute? Ihr seid unreif. Wer? Habe ich nicht gesagt. Das gibt's nicht. Was hat Kevin gesagt über euch? Ich habe gesagt... Meine Community. Alter, Leute, schau dir mal dieses fette Rathaus an. Ja, tut mir leid, Yves. Ich habe halt einen alten, verdorbenen Zuschauer. Was ist die? Du bist selber alt und verdorben. Also der Einzige, der hier alt, das Recht auf alt hat, bist du. Wer ist denn du? Ja, du. Oh, geil. Oh, das finde ich gut. Warte mal, Frauen darf man das nicht fragen. Bist du älter als ich oder jünger? Ich bin 32. Ich bin älter als du.
Wirklich? Nein. Nein, du kannst mir nicht mein Weltbild zerstören. Ich bin der Älteste hier. Okay. Ich bin Ältele. Ältele. Okay. Noch vor das Kind, ey. Oh. Beide könnten ja, einfach meine Eltern sein. So. Ja, Petrus ist eigentlich schon voll der sweete Boy, ne? Stimmt, muss man schon mal so sagen. Steve und ich sind nämlich heimlich verheiratet. Aber das weiß ich nicht. Ich meine, meine Mutter ist auch eigentlich auch voll jung, die ist auch noch 45. Geheimnis. Was jetzt hier wieder für Wahrheiten rauskommen. Geheimnis. Ah, ich muss mir das Texture-Pack auf jeden Fall runterladen. Lol. Hallo Basti, ich habe Basti. Ey, Basti muss mich immer mit einer Faust im Gesicht begrüßen, ey. Das war der Bogen. Alter, du bist auch so ein Hodenkobold. Wen ist das Kind? Wen ist älter als ich, Digga? Was ist der, ein Hodenkobold? Ja. Wo ist denn der Eingang zum... Was wird denn hier noch gebraucht? Ey, wo kriege ich das Server-Texture-Pack eigentlich her? Was? Da haben wir es einfach drin, Digga. Hab ich nicht. Soll ich dir schicken? Ja. Wo denn? Oh, warte. Das kannst du runterladen auf craftattack.de. Was ist denn? Es kauft irgend so ein blöder Wichser die Domain und verteilt. Ich habe eine Craft Attack Domain übrigens, wollte ich nur mal kurz sagen. Oh, ich hatte nämlich eigentlich voll das geile Projekt geplant, aber dann hatte ich keine Zeit mehr. Ich was wollte für von eine jedem. Endung? Ich glaube, ich habe .com. Ich weiß gar nicht. Oh. Was? Craftattack.com? Ja, mit nee, mit Bindestrecken. Das glaube ich, weil jemand anders das schon. Hatte da auch mal eine Idee, aber Zeit gefehlt. Ich hatte auch mal Ideen. Ich hatte mal dildosammler.org, das war meine. Ja? Ich kann echt nicht mit dir. Vielen Dank für deine Donation. Oh. Es rappelt im Karton. Eigentlich habe ich schon da sogar eine Internetseite bei, ich glaube, craft-attack.de oder komm, ich weiß gerade gar nicht. Und da wollte ich eigentlich, dass jeder da sein, also jeder der Teilnehmer. Ja. Ich geh da weg! Sogar Creeper oder so, ne? Dass jeder der Teilnehmer seiner ist ja auch wurscht. Baby, falls du noch Platz frei hast, Zweck Straßenbau, Kastenbefüller, würde ich gerne mitspielen. Deine eigene Rolle da immer wenn Revi schreit, muss ich kurz überlegen, ob es vielleicht doch ich war. Projekt X191. Ich weiß nicht genau, ob alle Leute tatsächlich für dich sind bei Crowdfunding. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen oder sagen. Ob alle was? Yves, ich bediene mich nochmal an deinem Getreide, ne? Ja, mach das was mal. Was baut, was ist das? Was ist das hier? Dann darf ich das bei dir auch mal machen, wenn ich was brauche, oder? Was ist das hier? Nein, oh mein Gott! Mal weg, Kevin, nicht. Oh doch, mein Gott, was ist das für Augenkrebs? Meine Augen! Meine Augen! Was ist das? Wer baut das? Was da denn? Da steht sogar eins drauf. So eine, das klingt so nach Early. Ach ja, das ist Earlys Schiff! Oh, was ist das? Nein, das ist... Oh nein! Oh... Eve, was ist das? Bei dir am Feld ist ein Creeper auch gegangen. Ich repariere aber alles, keine Sorge. Bei mir? Ja, kein Stress. Nee, bei Eve, aber da ist alles nicht ausgeleuchtet. Ey, ja, ist kein Stress, das ist jetzt eh nicht so wunderschön. Beni und Klim. Boah, ich weiß, dass das Schiff aus One Piece sein soll, aber das sieht doch bis jetzt gar nicht geil aus. Aus Anzünden. Ich hätte jemand eine Fichte gedroppt. Early? Wollt ihr Early ein Schiff bauen? Oh Junge, wie viele Monster hier sind? Was ist los? I'm sorry, es tut mir leid. Mein Boot geht unter! Wie kannst du hier leben, Junge? Ja! Kevin, es tut mir leid, ich brauch deine Hilfe! Deine Piraten. Alter! Voll geil! Ich fühle mich halt. Ich fühle mich halt oft so einsam, weißt du? Und dann mache ich halt die Fackeln weg und hoffe, dass halt einfach ein Zombie kommt. Junge, das sieht ja aus, als wenn hier, weiß ich nicht, Eierberg wäre. Oh, du kennst den Eierberg! Oh, Mann, voll geil. Han Solo LP hat subskriptioniert. Vielen Dank für dein Sub. Herzlich willkommen bei den Ibis und Idioten. Ach so, eine Metro, ne? Kriegst du natürlich auch noch. Was? LOL! Ja. Metropolia! Metropolia, die Startmitte für Sie und ihn. Den scheiß Namen übrigens einfallen lassen, Junge. Das klingt so kacke, ey. Ja, weißt du, wieso ist Kitty aus dem Film geklaut, Alter? Metropolia, ey. Bestimmt in irgendeinem Film, bestimmt. Ja, den Namen gibt's so selbst. Ich hätte ja noch verstanden, wenn er die Stadt irgendwie Mandalo oder so genannt hätte. Was? Ja! Amenakoi! Wenn er die Stadt Mandalo! Equilzheimer, ich will es jetzt hören, Henrik. Henrik, nein! Nein! Dann haben wir sogar eine Hünde für unsere Stadt. Ja, wenn in die Stadt Mandalo, sehr gut. Aber wir müssen jetzt mal kurz... Könnt der ProSieben nach rechten fahren. Aus Marmor gebaut, du schimmerndes Juwel, deine erhaften Türme. Revi, warte ja? kurz, warte, da wo du bist, warte. Welch hab ich denn gerade, WTF? Ich als Verkehrsminister habe entschieden, dass ein Unterwasserweg von hier also, du bist, oder? nach ja. da drüben geht.
Finde ich gut. So, guck ich, gut. Ich muss mal kurz den Kommentar vorlesen. Eve, du bist so wunderschön. Du bist gut im Ernähr. Können wir mal verkehren? Vielen Dank für diesen Kommentar. Made my day. Aber ich muss leider ablehnen, dankend. Wer? Ready Boy. Ach, das sagst du doch nur so. Was, was macht der für ein Haus? Macht ein Haus? Aus Marmor gebaut. Oh, oh ja. Deine wehrhaften Türme. Nee, wieder von Schnee umweht. Wir haben nichts du. Im tiefen Tal. Vielen Dank, Sam77 für deine Donation. Bin 39, stream auch Minecraft. Also wir sind nicht alt, sondern jung mit mehr Erfahrung. So sieht's nämlich aus. Vielen Dank. Mandalo! Unsere Stadt! Mandalo! Der Ader, die uns lebendig macht. Dreh wie nächstes Mal übst du vorher. Mandalo! Wenn er wenigstens irgendwas von Rammstein als Hit oder so, weißt du? Aber ich schon was. Ich tu dir weh! Nur der Sänger, also Revi, könnte das besser sein lassen. Oh! Lass alle mitfallen. Alle einmal Computer. Mutet sich instant. So schmerzlichen Verlust. Verlust? Die Blumen verschwinden. Ja, in meinem Puff. Ach so. Was niemals war, wird auch nimmer sein. Scheiße einfach. Stein. Ich bin Balui, Mandalo. Allein. Ja? Ist das schlimm, wenn ich das vorher noch nie gehört habe? Die Rechte, dass du das in den Videos machen kannst. Oh, Mandalo! Ikmirs Heimat! Unser Kaff! Ich weiß noch, wie lebendig du macht. Okay. Mandalo! Eklige Heimat! Jung und Klaas, unser ja. Kaff! Die hatten was mit meinem bester Feind, glaube ich. Da musst du deine Freunde übelst in die Scheiße reiten. Und die mussten so Sachen machen. Ja. Und da hat einer halt, ich glaube, irgendein Fernseher dann ein Auto gewonnen, dafür, dass sein Freund dieses Lied produziert und auch live vor bestimmten Sachen halt auftritt. Okay. Ich glaube, der ist bei der Videopremiere von Hunger Games oder so, ist er doch auch aufgetreten, ne? In dir! Mandalo! Mandalo! Kevins Heimat! Ravis Klo! Unser Stadt! Mandalo! Das war safe Eve. Naja, genau. Ich furz gleich ins Mikro, warte. Mandalo! Ich glaube, Revi hört sowas auch privat. Revi Klo, lalalala. Das ist der Mandalo. Mandaklo. Ich glaube, Eve jetzt Holz. Was? Holz. Wo denn? Ich mein Holz. In deinem Holzbunker. Ja, cool. Hast du also kein ich Holz? Hab im Übrigen, wenn ihr Musik mögt, ne? Ich hab was vorbereitet für den Stream. Und zwar eine Liste von schönen alten Liedern, die man singen kann. Also ja, ich hau dir auf die Fresse, wenn du jetzt singst, schlage ich dich behindert. Pass auf. Ich guck mal, ob ich was erkenne hier. Zum Beispiel auf der Mauer, auf der Lauer. Ach du Scheiße. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Revi. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Revi. Schaut euch mal die Revi Mann. An. Das ist echt so. Ich krieg Blutblasen von dem Ohr. Das ist eher so. Ich glaube, Balui ist auf jeden Fall der Geistesälteste. Nächstes Lied gibt's später. Sing mal was auf, aus dem Musical. Das nächste Lied gibt's bei 100 Euro. Balui, wenn sing du das mal nächste... König der Löwen. Balui, wenn du... Aber welches? Hiya Wenga! Und mai wai wai. Mach mal jetzt, mach mal bitte Palm aus Plastik jetzt. Die Leute wollen unbedingt... Von Geburt an bin
Jakob! Ich will sterben. Safe, ich bin hier Selbstmord. Okay, ich muss euch leider mal kurz muten und ein bisschen Rammstein spielen. Sorry. Sehen, als man je sehen kann. Alter, was? Was? Alter, das ist gut. Das ist wirklich gar nicht mal so scheiße. Natürlich ist das schön. Keine Ahnung, Alter. Das war echt schön. Du hast mich tausendmal belogen hin. Nee, aber warte, wir haben bestimmt noch schönere Lieder. Warte, hier zum Beispiel. Die On-Playback zu hier, der Kuckuck und der Esel zum Beispiel. Oh Gott. Oh, ja. Der Revi und der der Patrick, der Patrick. Die hatten einen Streit. Wer wohl am besten singe? Wer wohl am besten singe? Zur schönen Kraftdeck-Zeit. Zur schönen Kraftdeck-Zeit. Der Patrick sagt, das kann ich. Fing gleich an zu schreien. Der Revi sagt, ich kann es besser. Der Revi sagt, ich kann es viel besser. Hey Balu, ich schwöre dir, ich gebe jetzt, ich gebe dir jetzt 2 Minuten Zeit, dich bei meinen Zuschauern zu entschuldigen. Oder ich banne dich permanent von diesem scheiß Teamspeak-Server. Ich bin Arschloch. Kannst du auch was von Aladdin singen? Kevin, ey, ja, voll noch Öl wieder. Die Wunderschlampe. Kevin muss wieder Öl in die Glut schütten. Nein, kann ich nicht, weil ich so aussehen kann. Dann sing mal Balu. Wir sind schon da. Sing mal Balu. Könnt ihr was aus Dirty Dancing singen, oder? Balu. Freunde sein durch dick und seine Crew. What the fuck? Balu. Er ist richtig in seinem Film, Alter. Er ist richtig in seiner Welt. Er ist richtig in seinem Element. Was? Kenn ich aber. Das Feeling. Wo bleibt denn der Einsatzstück? Balu, ich singe das nicht hier. Da war der auch. Lied genießen, warte. So, Freunde. Eh offbeat mit dem Dingsbomb-Bot. Ja, eben. Dena weiß das, glaube ich, Bescheid, wenn er das hier sieht. Mehr kann ich nicht als König tun. Ich darf nicht mehr eingreifen. Was denn? Oh, dieser ganze Trottel. Ich ball jetzt einen Bot. Nein. Was hast du bei Dena gemacht? Können wir jetzt bitte aus Palmen aus Plastik hören? Die Leute wollen es die ganze Zeit. Was? Och, mach jetzt. Was ist das? Das ist Musik, die das meine unterstützt. Geh auf Ganoventur. Doch zwei ganz Liebe stehen schon auf ihrer Spur. Ist das ey, schon da so Briebe, Junge, Mann! Ich schwör, ich stehe für dich bereit. Tipp, 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 tipp